Hallo zusammen, ich bin Christa. Hier im Maradosha leite ich Functional Training, Kabuto und auch Selbstverteidigungskurs. Jetzt, heute geht es um Selbstverteidigung und vor allem um das Thema verbale Selbstverteidigung. Wie dass ich einem Gegenüber kann meine eigenen Grenzen klar aufzeigen und mich auch verbal kann verteidigen. Es braucht nichts Spezielles. Macht doch am besten gerade mit mir, probiert es aus. Und dann legen wir doch gerade los. Wir stellen uns eine Situation vor, zum Beispiel am Bahnhof, im Ausgang, auf dem Weg hey. Ihr werdet angequatscht, vielleicht jemand läuft nach nachher. Oder auch im privaten Rahmen kommt es zu Handlungen, die euch nicht passen. Ihr habt ein mulmiges Gefühl oder irgendjemand dringt ja, in so intime Zonen ein. Also das heisst irgendwie in einen Bereich rundherum, wo euch nicht wohl ist. Es ist bei jedem Menschen etwas anders, aber man sieht so, die intime Zone ist ungefähr so eine Handdistanz von einem weg. Ist eine Person näher, vor allem bei fremden Personen fühlt man sich gerade sofort unwohl und man will flüchten oder lieber weggehen. Es ist jetzt aber vielleicht nicht immer möglich, dass man flüchten kann oder man will vielleicht auch nicht aus Höflichkeitsgründen. Und trotzdem will man jetzt dem Gegenüber klar machen, was man will oder eben vor allem, was man nicht will. Nicht will, was mit einem passiert. Wie gebe ich jetzt meinem Gegenüber bekannt, was ich will oder was ich eben nicht will? Das mache ich mit drei Sachen. Und zwar zum einen mit meiner Haltung, mit klaren Gesten und mit meiner Stimme. Oh. Und drei Sachen schauen wir jetzt noch etwas genauer an. Gehen wir zuerst zu der Haltung. Also, ihr wollt probieren, oder wenn ihr mal probiert, ihr wollt Selbstvertrauen ausstrahlen. Auch wenn ihr ängstlich seid oder so, müsst ihr irgendwie eine Haltung, oder ist es gut, wenn ihr eine Haltung einnehmt, die gegen außen, die selbstsicher wirkt, aber auch die gegen innen, die euch Sicherheit gibt. Und am besten schaut ihr mal gerade auf und macht mit mir mit. Probiert mal die Schultern zu bewegen, die Brust ein bisschen rauszustrecken, Schulterblätter hinten zusammen. Wenn ihr einen Spiegel in der Nähe habt, geht vor einen Spiegel gerade, dann könnt ihr gleich ausprobieren. Wie wirkt das, wenn ich so da stehe oder wenn ich so da stehe? Das ist vielleicht gerade ein bisschen übertrieben oder vielleicht ist das gerade ein bisschen überheblich. Es sucht so ein bisschen eine Mitte, wo wieder das Thema Selbstsicherheit. Schultern tief sicher, Schulterblätter hinten zusammen. Und gerade. Ja, beim Kopf schaut da mal so ein bisschen, was passiert, wenn ihr da eher so ein bisschen Hals einzieht. Oder was ist, wenn ich das Kinn gegen oben tue? Wie wirkt das? Was ist echt besser? Schaut euch selber an im Spiegel und tut ein bisschen rausfinden. Mal, so fühle ich mich gut. So ist der Kopf gut. Auch mit dem Körperschwerpunkt. Sollte ich hier vor, so hier stehen oder vielleicht eher so, auch hier wieder schauen. Sucht euer Gleichgewicht, so ein bisschen, wo ihr stabil seid, wieder Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, gegen innen, aber auch gegen aussen. Gut, wenn ihr die Haltung habt, dann die äußere jetzt mal, dann geht es auch um seht noch eine innere Haltung, überlegt noch überlegen in solchen Situationen, was wollt ihr jetzt wirklich? Also zum Beispiel, ich will jetzt, dass die Person aufhört, mir nachzulaufen. Und so, dass ich einfach den Heimweg antreten kann, ohne gestört zu werden. Und ich muss jetzt das irgendwie dem anderen oder dem Gegenüber kommunizieren, dass mir das nicht wohl ist, dass ich das nicht will und dass ich jetzt in Ruhe gelassen werden will. Und das fängt erstens schon an bei der Haltung, aber man muss sich das selber mal bewusst machen. Genau. Gut, dann als zweites kommen Gesten. Also, da könnt ihr zum Beispiel mit Handbewegungen könnt ihr schon mal euer Gefühl verstärkt Ausdruck geben. Also zum Beispiel so wie ein Stopp oder Halt. Es gibt noch andere Sachen, auch hier nicht so scheu, sondern eher klar, deutlich, grosse Zeichen,
wo dem Gegenüber schon wortlos zu verstehen, nein, jetzt, sie will Abstand. Genau. Das ist die Handzeichen, der Scherze, kann man auch verbinden mit der Haltung. Also ihr könnt da stehen, so stoppen, so. Und eigentlich schon fast in Rücklage sein und am Boden fallen, was ihr ja in dieser Situation auf keinen Fall wollt, auf dem Boden landen. Besser ist es hier auch, sag ich mal, einen leichten Ausfallschritt einzunehmen, sodass ihr stabil seid, wieder hier aufrecht, Schulter zurück und dann so eigentlich eure Schästen, was auch immer tut, einsetzen. Probiert es auch wieder mal aus, was passiert, wenn ihr hier auf einer Linie steht. Könnt ihr da irgendeinen Druck aufnehmen, wenn euch jetzt jemand so ein bisschen entgegenkommt oder geht ihr gerade um. Und was passiert, wenn ihr da leicht im Ausfallschritt seid. Denn hier, behauptet jetzt mal, könnt ihr viel mehr Druck aufnehmen. Könnt euch vorstellen, dass ihr hier wie gegen eine Wand drücken und im Notfall auch könnt ihr Energie, die von der Gegenseite kommt, aufnehmen. Genau. In allen Situationen würde ich vorschlagen, dass ihr wirklich so einen leichten Ausfallschritt macht. Die Arme sicher nicht in den Hosensack, sondern voran, sodass ihr sie, wenn ihr sie braucht, hier schnell hier zur Verteidigung oder zum Schutz vor dem Kopf haben. Gut. Das mal zu Haltung und Geste. Und dann kommen wir zum dritten, eigentlich zum heutigen Hauptthema, zu der Stimme. Ja, die Stimme ist ein wichtiges Instrument, gerade in der Verteidigung. Mit klaren Worten können die meisten Konflikte schon gelöst werden. Indem ihr euch wirklich einfach ausdrückt und sagt, wirklich deutlich sagt, was ihr wollt oder was ihr eben nicht wollt. Bei der Stimme schaut darauf, dass ihr klar und deutlich redet, vielleicht auch ein bisschen lauter als normal, als ihr das gewohnt seid. Und auch langsam. Nicht allzu, nicht, dass ihr auch Sätze schluckt. Ich kann hier mal ein paar Beispiele machen, die ich jetzt kombiniere auch mit Haltung und Gesten von vorhin. Gut, zum Beispiel Stopp! Oder Halt! Nein, das will ich nicht! Lass mich in Ruhe! Ich gehe jetzt heim! Wirklich, redet deutlich. Und tut wirklich, ihr könnt auch, wie gesagt, ein bisschen lauter sein als normal. Also es gibt auch Statistiken von Übergriffen auf Frauen, die zeigen, dass über 80% eigentlich rein mit verbaler Selbstverteidigung, also indem sie zum Beispiel geschrien haben, haben gelöst werden und der Täter dann von ihnen abgelassen. Und darum gehen wir jetzt sogar einen Schritt weiter. Werden wir noch etwas lauter und gehen ins Schreien rein. Das ist auch ein sehr nützliches Hilfsmittel in der Selbstverteidigung. Es gibt x verschiedene Arten, wie ihr könnt, oder was ihr könnt schreien. Ihr könnt um Hilfe schreien, ihr könnt einfach auch irgendwelche Silben benutzen und den Angreifer einfach nur anschreien. Und sehr wahrscheinlich wird er schon so erstaunt sein, dass er eigentlich schon gerade von euch ablässt. Auch hier probieren wir ein paar Sachen aus. Wenn wir jetzt so aus dem Karate zum Beispiel, da gibt es ja Kampfschreie, Kiai, wo man gewisse Silben braucht, gut geeignet sind irgendwie Vokallauten, Folgen, die ihr brauchen könnt. Und jetzt hier ermute ich euch, probiert ein bisschen aus, seid wirklich mal laut. Vielleicht müsst ihr die Fenster zutun, oder nicht weit, dass eure Nachbarn noch hören. Aber probiert wirklich mal eure Stimme zu brauchen. Wieder ein paar Beispiele. Ei! Oh! Genau. Oder einfach Stopp, Halt. Also zum Beispiel Halt! Wenn ich schreie, probiere ich das zu sehen wie eine Technik. Also, ich probiere nicht einfach irgendwie wild in die Luft rauszuschreien, so wie ein kleines Kind, so,
sondern ich stelle mir vor, ich mache zum Beispiel wie einen Fauststoss gerade gegen vorne. Und genauso wird ja wie Schrei wirken. Also wirklich gerade gegen vorne auf ein Ziel ausgerichtet. Ja, hier sucht nach vielleicht irgendein Ziel der Wand und probiert das mal aus dem Bauch raus, Luft holen. Eben wirklich nicht wild nur aus dem Kehlkopf, sondern sich tief aus dem Bauch raus und dann von dort her einen lauten Schrei in die Richtung, die ihr wollt. Nochmal ein Beispiel. Halt! Genau. Das war es von heute. Wie gesagt, probiert es wirklich aus, seid mal laut, tut die Fenster zu und schreit. Merci vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich bis gleich im Marudo-Show.